Und dann kam für mich, und es ist bildlich gemeint, also es heißt nicht, dass da wirklich eine Taube kam, aber es kam eine weiße Taube und die hat sich oben so auf das Licht gesetzt. Und dann haben diese Begleiter, die mit der Taube kamen, mir erzählt, dass alles in Ordnung ist, dass ich mich nicht ängstigen muss und dass ich sicher bin und dass sie über mich und die Chirurgen wachen werden. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, heute Gabriel Orr an meiner Seite zu haben. Liebe Gabriel, ich habe dich in mehreren Interviews schon erlebt und ich habe gespürt, wie viel Weisheit und Wissen du uns Menschen zur Verfügung stellst. Ja, du bist Akasha-Chronik-Readerin, du bist spirituelle Lehrerin, Autorin, Motivationstrainerin und auch Ausbilderin. Du trainierst Menschen, dass sie sich öffnen können für die höheren Lichtebenen, also für diese Akasha-Readings. Und du bist da schon in frühen Jahren quasi nach Amerika umgezogen und arbeitest heute international sowohl in Europa als auch in den USA. Ja, und dich hat als Kind schon verschiedene Herausforderungen dazu bewegt, ja, tiefer zu schauen oder höher zu schauen und hast die liebevolle Präsenz und Macht der Akasha-Chronik wahrgenommen. Und das wurde sozusagen zu deiner Bestimmung, zu dem, was du heute tust. Ich fand es faszinierend zu lesen, dass du das als Kind schon entdeckt hast. Das muss ja auch aus einer Not heraus geschehen sein. Ja, vielleicht magst du einfach mal kurz sagen, wie dieser Zugang kam. Hast du dann plötzlich Menschen getroffen, die da schon weiter waren? Oder wie war das für dich? Nee, Menschen habe ich überhaupt keine getroffen. Ich hatte viele Operationen als Kind und ich kann mich genau daran erinnern, dass in einer Operation, es war im Sommer und irgendwo, ich meine, ich war ein kleines Kind, von daher kann ich mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber die Chirurgen haben über Fußball gesprochen, weil die Fußballweltmeisterschaft war. Also vor der Operation, aber ich lag auf dem Tisch und ich war schon unter der Narkose. Aber ich habe das noch gehört und ich habe die gesehen, was sie gemacht haben, wie sie sich vorbereitet haben und dann, wie ich gehört habe, wie sie sich unterhalten haben. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt in einem Interview, du. Wow. Also, wie ich gehört habe, wie die sich unterhalten haben, habe ich Angst bekommen, weil es für mich angsterregend war, erstmal überhaupt Narkose zu haben. Du weißt gar nicht, als Kind musst du verstehen, oh, vielleicht wirst du nicht mehr wach, es muss ja alles unterschrieben werden. Und dann kam für mich, und es ist bildlich gemeint, also es heißt nicht, dass da wirklich eine Taube kam, aber es kam eine weiße Taube und die hat sich oben so auf das Licht gesetzt. Und dann haben diese Begleiter, die mit der Taube kamen, mir erzählt, dass alles in Ordnung ist, dass ich mich nicht ängstigen muss und dass ich sicher bin und dass sie über mich und die Chirurgen wachen werden. Und wie ich diese Erfahrung hatte, oh, jetzt werde ich ganz emotional, wie ich diese Erfahrung hatte als Kind, denkt man nicht sofort, oh, du hast eine spirituelle Erfahrung oder so, weißt du? Man erzählt das dann, wenn man wach wird und jeder sagt, ach, wie süß oder ach, wie schön, der Engel hat dich beschützt. Aber keiner hat es ernst genommen oder mal nachgehakt. Und dann sind mir noch weitere solche Dinge passiert und ich hatte eine sehr gläubige Großmutter, also auch religiös, aber sie war auch sehr offen für alle anderen Sachen. Und die hat mir immer wieder Bücher gegeben, wo auch andere Dinge drin standen, nicht nur das, was man im Allgemeinen geglaubt hat. Und das hat mir damals die Möglichkeit gegeben, als Kind es ein bisschen zu integrieren und nicht so total verloren sich zu fühlen. Und dann habe ich für viele Jahre nichts mehr gesehen oder gemacht, bis ich nach Amerika gekommen bin und in meinen frühen 20er Jahren habe ich dann jemanden kennengelernt, der Akasha-Chronik-Lesung gegeben hat.
Und habe das dann auch gelernt, nur für mich, für die ersten Jahre. Ich wollte nur für mich das machen, habe nie gedacht, dass ich das mit anderen mache. Und später haben dann Leute, je mehr sie mich kennengelernt haben, immer wieder gefragt, oh, was machst du denn da? Kannst du uns das auch, für uns das auch tun? Und die Nachricht kam von der Akasha Chronik, bitte gib es auch an andere weiter. Und so habe ich angefangen, dann nach 10 Jahren Erfahrung, angefangen, andere zu unterrichten. Weitere Informationen zu meinen Akasha-Chronik-Seminaren kannst du auf meiner Webseite finden. Dieses Video darf auch gerne geteilt werden, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Namaste.